Bevor wir jetzt zu emotional werden, gerade nach dem Liebesschwur, jetzt der ein oder andere schon in andere Gedanken kommt, heben sich das auf. Aber wir kommen zurück zum politischen Jahresrückblick. Ich habe extra mal einen Zettel mitgebracht, weil wenn man Politiker zitiert, muss man das schon genau tun. Und ich zitiere jetzt aus der Herthener Presse vom 21.07.2005. Es wird einer der bedeutendsten Arbeitgeber von Jetzt mal ehrlich zitiert, Tobias Köller. Also, Tobias Köller soll am 21.07. laut den Herthener Medien Folgendes gesagt haben: Herr Petzl sollte nach Ansicht der CDU endlich dafür sorgen, dass seine Verwaltung funktioniert, anstatt sich täglich in der Öffentlichkeit mit seinem breiten Grinsen zu präsentieren. Ende des Zitats. Genau in dieser Sommerszeit hatte ich auch das Vergnügen, mit Marcel Reich-Ranicki zu telefonieren. Der ein oder andere, der gerade lacht oder Zeitung liest, weiß, er war im letzten Jahr bei uns und er wurde auch im letzten Jahr 85 Jahre alt. Ich rief ihn also an und sagte: Herzlichen Glückwunsch von uns. Und er sagte: Ja, vielen Dank, freut mich. Und ich sagte: Stellen Sie sich vor, was heute wieder in der Zeitung stand. Er sagte: Ich weiß, ich weiß. Ich habe doch die Herthener Zeitungen abonniert seit damals, weil ist ja so eine interessante Stadt. Und er sagte: Passt total gut, was der Tobias Köller da gesagt hat, weil ich analysiere gerade ein Buch. Das heißt, da muss ich auch wieder gucken: Lächeln, die Explosion der Gefühle. Und diese Mischung von literarischer Analyse, sozusagen die Synthese von Literaturkritik und Lokalpolitik, die bietet Ihnen jetzt zum zweiten Mal hier im Glashaus live Marcel Reich-Ranicki. Bitte schön. Reißen Sie sich da zusammen. Das ist ein ernsthafter Vortrag. Also, mit der gemeinen Härtener und der WAZ habe ich die Erzeugnisse journalistischer Bemühungen abonniert und bin daher bestens über Härten informiert. Da Sie mich nicht eingeladen haben, um Nettigkeiten auszutauschen, werde ich als erstes über die Tagesmedien ablästern. Und da wäre die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die sich hervorragend auf die Gruppe 50 plus eingestellt hat. Viele Bilder und große Schriftbild. Ja, die WAZ hat sich hervorragend darauf eingestellt und führt ein Schattendasein, was sie nicht verdient hat. Die Papierqualität ist gut, wenn man auf der Parkbank übernachten will, und der Brennwert ist auch nicht zu verachten. Und damit kommen wir nun zum Parteiorgan der SPD in Herten. Was die allgemeinen Härtener Stadtschreiber so alles über den Bürgermeister wissen, ihn verstehen, ihn begleiten und sogar oft die gleiche Meinung haben, das ist schon beachtlich. Umso mehr war ich entsetzt, als ich dort einen Artikel fand: Der Uli Petzl ist dauernd dämlich grinsend in der Zeitung. Als neutraler Beobachter ziehe ich die Bezeichnung Lächeln vor und verweise hier auf das vielbeachtete Buch von Thomas J. Scheff, was Sie nachher am Ausgang auch von mir kaufen können. Ja, dieses Buch heißt Lächeln, die Explosion der Gefühle. Dieser Buchtitel bedient gleich zwei Hauptereignisse des Jahres 2005: Lächeln und Explosives, wie Bomben im Waldviertel. Aber mir wird auch deutlich, immer deutlicher, dass die deutsche Sprache und ihre Bedeutung sowie die Interpretation der Buchstaben und der Wörter immer weniger beachtet werden. Zum Beispiel UBH. Da splittert sich Herr K. mit so einem Kumpanen ab und gründet die UBH. Unabhängige Bürger Herten. Mein lieber Scholli, erstens ist er gar nicht unabhängig, sondern von Ihnen als Wähler abhängig. Und die haben vielleicht gar nicht ihn gemeint, sondern eher seine alte Partei. Außerdem scheint er auf seine Zusatzeinkommen angewiesen zu sein. Sonst würde er sich das Aufsichtsratmandat schneller nehmen lassen und sich mit der doppelten Spesenpauschale abfinden, die er als Fraktionschef bekommt. Aber, mein lieber Köller, bedenken Sie auch: Bei Zweien ist der Erste immer noch Vorletzter.
mäßigen Sie sich. Zurück zum Phänomen des Lächelns, das wir aus mehreren Gesichtspunkten betrachten wollen. Erstens wissenschaftlich-psychologisch und unwissenschaftlich-kulturhistorisch. Zu eins. Natürlich ist es unerfreulich und zum verbalen Kotzen, wenn der siegreiche Kandidat Petzel an Köllers Stelle den Ruhm und die Besoldung A15 ernten darf. Wahrscheinlich freut sich der Dr. Uli gar nicht so sehr, dass er dem Kanickel-Rennverein am Samstag die Aufwartung machen darf. Sondern er grinst hämisch in die Kamera, wohl wissend, dass der Tobias Köller beim Frühstück die Zeitung liest. Da dem nun die Brötchen überhaupt nicht mehr schmecken, kommt es zu Verstopfungen und damit zu unkontrollierten Ausbrüchen. Bedauerlicherweise weniger aus dem Analbereich als vielmehr aus dem Oralbereich. Wie jedoch eine Trennung nach Ämtern und Funktionen klar werden soll, ist mir nicht ersichtlich. Eines ist jedoch eindeutig. Auch 2005 gerieten sich SPD, CDU und sonstige Randgruppen mehrfach unterhalb der Gürtellinie in die Haare. Ja, haut's mal rein da. Ich liebe das sehr, wenn so spontan blaue so einen tollen Applaus bekommen. Also, nach Professor Dr. Zimmer, einem bekannten Psychologen und Autor, will uns meist gar nicht in den Kopf, dass die politische Xenophobie nicht rein kulturelle Willkür und anerlernte Abartigkeit sein soll, sondern ihre Wurzeln tief ins Tierreich zurückreichen könnten. Und was hat der Mensch, hier der Homo sapiens politicus, noch vom Affen und was ihm voraus? Der uns in der Evolution am nächsten stehende Affe ist der Schimpanse. Ein braun-schwarz gefärbter Geselle mit erstaunlich großem Maul, ausgeprägten Beißwerkzeugen und schriller Stimme und hoher Bereitschaft, den Standort zu wechseln. Und dann der Gorilla, tiefschwarz, behäbig und massig. Und an dritter Stelle der Orang-Utan, ein Vertreter der rötlich gefärbten Rasse, eher gemütlich lethargisch und mit hoher Lebenserwartung, jedenfalls in Härten. Das berechtigt uns anzunehmen, dass auch die subjektiven Empfindungen ähnlich sind. Ich hoffe, ich überfordere Sie nicht. Weiter mit der psychologischen Betrachtung. In der Psychologie ist die oberste Dimension die Lust-Unlust-Achse. Mit ihr nur scheinbar verwandt ist die Kompetenzachse. Beide stellen übergeordnete Bedürfnisse dar, das Bedürfnis nach Lust. Als Bürgermeister zu regieren, gratis auf Schalke zu gehen und das nach Kompetenz. Wissen, was man tut oder tun sollte oder zu wissen, wo die Weltkriegsbomben oder politische Tretminen liegen. Gehen wir hier einmal davon freundlicherweise aus, dass die Lust- und Kompetenzachsen miteinander korrelieren. Was sie aber nicht unbedingt tun. Doch die Ansprüche an Lokalpolitiker sind hoch. So lächerlich es klingt, aber wer es nicht drauf hat, muss es lernen. Ein weiterer Aspekt, der hier Erwähnung verdient, ist die Tatsache, dass in unserem täglichen Leben ja häufig Emotionen angesprochen werden, darunter auch solche, die nach intensivem Ausdruck drängen, der aber gleichzeitig untersagt ist. So wie der derbe Vergleich von dreilagigem Klopapier und Politikern. Ja, beides ist eine einzigartige Erfindung. Ich darf frei wählen, wen oder wie ich es haben will. Beides ist eigentlich sehr praktisch. Als erstes strahlend und blütenweiß brauchen beide für jeden Scheiß zwei Durchschläge und in aller Regel, wenn man die gebraucht hat, was für den Arsch. Ich
kann sie gut verstehen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Nicht die Emotion selbst macht den Hauptteil der Belastung aus. Der Stress entsteht erst durch die unverträgliche Kombination der Stimulation und Reaktionsverhinderung. Allenthalben wird unsere Wut. Keller, ich bin kein Bürgermeister mehr und auch erst später verheiratet. Nur der vorbestrafte Alinagi wollte mein Trauzeuge sein. Die CDU fand ich schon immer doof und hat mich eingeengt. Und unsere Lust. Petzel, ich bin ein richtiger Bürgermeister, stehe öfter in der Zeitung und alle Genossen haben mich lieb. Und unser Mitleid. Dr. Uli, oh, der Köhler ist nicht mal in einer echten Partei, kriegt keine Kohle mehr von den Stadtwerken und muss noch einen richtigen Beruf ausüben. Und mit Lucky Schulz haben wir einen viermotorigen Bürgermeister mit Verstand und von der CDU. Und unsere Angst. Da bin ich noch im Aufsichtsrat der Stadtwerke, stimme ich heute schon wieder gegen meinen eigenen Antrag, habe ich noch die doppelte Kohle als Fraktionsvorsitzender sicher. Gibt's die Grünen noch oder nur den Mammutbaum? Hat der Führer auch mit Marx und Engels sympathisiert? Unsere Scham- und Schuldgefühle haben uns also unsere Wut, Lust, Mitleid und Angst provoziert und erregt. Wer darf schon seine Parteifreunde beschimpfen, seinen Bürgermeisterkollegen oder Ehepartner anbrüllen oder kann vor ihm flüchten? Wer kann sich auf dem Platz des Grauens vor den sogenannten Ratlosgalerien oder im Kino Befriedigung verschaffen? Das haben Sie verstanden, ja? Wer kann bei der Zeitungslektüre über die Unfähigkeiten und Inkompetenzen weinen? Wer kann sich als Rats- oder Parteimitglied vor Scham und Schuld im Staub der Baumtreppe wälzen? Das Ergebnis ist, dass unser Körper permanent in Alarmbereitschaft versetzt ist, diese Energien aber in keiner Weise mehr abgebaut werden. Sind wir daher nicht alle wie Richard Kimball auf der Flucht vor unseren Gefühlen? Oft bietet sich der emotionsgehemmten Person vor der Ausbildung von Krankheiten noch der dornenreiche Weg der Perversionen an. Aus dem Bereich der sexuellen Gefühle sind uns diese weitlich bekannt, gell, aber weniger bei anderen Emotionen. Kommen wir nun, bevor wir ausschweifen, zum unwissenschaftlich und kunsthistorischen Betrachtung des Ganzen. Warum nur mag Herr Köhler den lächelnden Bürgermeister Petzel so ungern sehen? Ich vermute, es liegt bei ihm am oft unentdeckten Schmunzelhasensyndrom. Jawohl, dieses SHS, Schmunzelhasensyndrom, ist eine selten diagnostizierte Erkrankung, vorwiegend im Zuckerbäckergewerbe anzutreffen. So könnte bei K. die Erinnerung an seine Kindheit dafür verantwortlich sein, während alle Kinder seiner Klasse zu Ostern den berühmten Schmunzelhasen bekamen, musste Klein Tobias die Schokohasen aus der elterlichen Konditorei suchen und dann aufessen. Wenn Sie, mein geneigtes Publikum, sich nun unseren Bürgermeister einmal vor Auge führen, werden Sie erkennen, dass dessen Bart eine gekonnte Provokation darstellt. Ähnlich wie beim Schmunzelhasen werden die Gesichtszüge um den lächelnden Mund farblich zum Rest des Gesichtsfeldes feingliedrig wie beim Schmunzelhasen abgegrenzt. Auch
auch der saubere Kurzhaarschnitt des Bürgermeisters gibt einen freizügigen Blick auf die zugegeben kleineren Ohren frei. Doch es gibt noch weitere Aspekte in dieser unwissenschaftlichen und kunsthistorischen Untersuchung. Bürgermeister Dr. Uli Petzel, der Intellektuelle, der Schöngeist. Wussten Sie, dass er bekennender Opernliebhaber ist? Lieblingsstück? Na, raten Sie, Land des Lächelns. Nur fraglich ist es, ob er es mit seiner Frau oder mit seinem persönlichen Berater Wilke anguckt. Oder mit Herrn Büttner von den Stadtwerken. Ganz anders ist da der ungestüm polternde, ehemals stellvertretende Bürgermeister, der nicht immer in einer Person auch der Vorsitzende der CDU oder UBH oder umgekehrt gewesen ist, werden will oder sein wollte. Haben Sie das verstanden? Also, Sie dürfen mir ruhig zu verstehen geben, wenn ich Sie intellektuell überfordere. Ja, das ist gut. Und dass Dr. Uli P., was für Frankreich über hat, das wissen wir doch auch alle, hat ihn im Pariser Louvre vielleicht die Mona Lisa von Da Vinci inspiriert. Jene wirklich dämlich lächelnde Schönheit, die noch bis heute keinem den Grund für ihr Lächeln preisgegeben hat. Eines Tages aber wird sie es wohl tun müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Nämlich durch richterliche Verfügung aufgrund einer Anzeige von Herrn Alinagi. Ja. Der ist nämlich von der Pro-Bürger oder den Schill-Republik. Nein, der ist von der PZBDR. Kennen Sie nicht? Das ist die Partei zur Beschäftigung der Rechtsverdreher. Ja, ja, auf alle Fälle wird es ans Tageslicht kommen, ob Mona Lisa wegen des kindhaften Benehmens von Lokalpolitikern, der schwachsinnigen Diskussion, ob jedes FC Bayern-Mitglied eine VIP-Karte der Stadtwerke bekommt, oder ob sie doch vielleicht über den zu leicht bekleideten Künstler Leonardo da Vinci gelächelt hat. Oder über das Gedicht von Heinz Erhardt, mit dem ich meinen Vortrag heute beschließen möchte. Der Wahlredner, wenn er das Rednerpult betritt, mit kühner Stirn und weitem Schritt, zieht er zunächst gekonnt kokett das Manuskript auf dem Jackett. Und fängt gleich an, daraus vorzulegen, was ist, was wird und was gewesen. Doch langsam wird der Redner kleiner, denn er entdeckt, und nicht erst heute, vor ihm sitzen zwar viele Leute, doch hinter ihm steht keiner. Schönen Dank.